Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Alle Vögel sind schon da. Ihr kennt ja dieses Kinderlied, aber das hat es ganz schön in sich, nämlich es springt ziemlich rum, nimmt sich gar nicht mehr die Tonleitern zum Vorbild, sondern nimmt am Anfang einen A-Dur-Dreiklang vorweg. A-Dur deswegen, weil ich es jetzt hier in A-Dur aufgeschrieben habe. Und wir spielen den ersten, den dritten, den fünften und dann wieder den ersten Ton. Und dann hört sich das in unserem Klavier so an. Ne? Das ist der A-Dur-Dreiklang. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich muss jetzt darauf achten, wieder die drei Kreuze einzusetzen in meiner Melodie. Ich habe Fis, Cis und Gis. Ihr seht, die Kreuze liegen auf Linien oder in Zwischenräumen und gehören zu den zugehörigen Tönen. Ich fahre jetzt hier mal mit der Maus nach, also diese Linie. Zack, komme ich raus beim Fis, der ja das F ersetzt. Nehme ich den nächsten, das ist der Zwischenraum gemeint. Zack, bin ich beim Cis, der ersetzt das C. Und hier haben wir ein Gis. Allerdings kommt genau dieser Ton jetzt nicht vor in dem Lied. Glück gehabt, müssen wir uns nur um zwei kümmern. Jetzt, wenn ich mir dieses Lied so anhöre, da ist es ganz schön hoch zum Singen. Also ich komme da nicht mehr rauf. Ihr könnt es jetzt am Klavier ausprobieren. Zum Singen empfehle ich eine Oktave tiefer. Dieselben Tasten, einfach nur beim nächst tiefer gelegenen A starten. Jetzt aber viel Spaß beim Puzzeln.